Jetzt, hallo und herzlich willkommen zu Call of Duty 2. Ich habe mal wieder die Mongo-Versuche gemacht und das Ganze, die Tonspur nicht abgespeichert. Was natürlich das Beste für ein Let's Play ist und deshalb muss ich das einmal nachsynchronisieren. Ich kann natürlich auch über was anderes reden. Gerade war nämlich Steam Sale. Und ich habe so ein paar Sachen gefunden. Ich bin jetzt übrigens fertig, also ich habe das alles auf einmal aufgenommen. Deshalb ist das etwas, kommt das jetzt etwas früher raus, obwohl ich das schon längst fertig gemacht habe. Ein totes Pferd. Nein, ich schieße das jetzt nicht ab. Ja, ist gut so. Nein, da liegen nicht noch ein paar. Okay. Und ich habe drei ältere Spiele, die sich wahrscheinlich auch recht gut aufnehmen lassen. Einmal The Cry of 4. Das ist eine Mod von Half-Life 2. Die ist wohl... Ja, ich glaube, ich weiß gerade nicht, wo ich landen muss. Die ist wohl sehr gruselig. Dann Metro 2033. Habe ich noch nie gespielt. Oder... Habe ich mir zwar einen Trailer angeguckt. Sieht recht geil aus. Ich weiß allerdings nicht, ob ich das mit meinem PC aufnehmen kann. Komm, schieß ihn ab. Ab, ab! Und Spec Ops The Line. Das wäre jetzt mein persönlicher Favorit. Neben The Cry of 4, das ich schon ganz am Anfang hatte. Ja, da sieht man wieder meine Ziel- und Schießkünste, die miserabel sind. Und Spec Ops, ich habe jetzt das erste Kapitel angespielt und ich habe gesehen, keine Ladepausen, keine irgendwas. Also das Ding geht nahtlos ineinander über, das ist richtig geil. Wahrscheinlich liegt das jetzt etwas schon am PC und an der am Alter des Spiels. Aber es ist so geil, dass man das einfach nur an einem Stück aufnehmen kann, am Ende dann zerstückeln muss. Würde ich auf jeden Fall machen. Und natürlich, Balance wird noch zu Ende gespielt. Habe ich mir jetzt fest vorgenommen. Mal gucken, ob ich es schaffe. Das ist nämlich jetzt noch nicht fertig. Und ja, wie gesagt, jetzt werde ich erstmal noch das Projekt zu Ende führen. Was mir jetzt schon wieder, sagen wir mal, ein bisschen auf die Nerven gegangen ist. Mit Schnellspeicherpunkten. Man weiß nicht, wo man hin muss. Obwohl das liegt wahrscheinlich eher an meiner Irritation anstatt von anderen. Ja, yeah. Schießt zweimal daneben. Gut. Ich guck auch gleich nochmal. Ich glaube nämlich jetzt gleich oder jetzt bald fangen die Steam Herbst Sales an. Falls euch wundert, dass ich in einem Sommer und im anderen Herbst, also in einem Video Sommer und in einem Herbst sage, ich habe das jetzt, ich glaube fast ein Jahr, nein, oder ein halbes Jahr habe ich das Ganze aufgenommen. Also ich hatte zwischendurch riesige Pausen, weil ich einfach keinen Bock mehr hatte. Weil es mir so wenig Spaß gemacht hat. Da habe ich dann in der Zeit Mass Effect durchgespielt und Mass Effect 2. Und ja, mit meinem Bruder habe ich Minecraft gespielt ohne Ende. Wir haben so eine geile Mod gefunden, die heißt Feed the Beast. Das macht richtig Spaß. Das nehme ich allerdings nicht auf. Das ist privat. Okay, ich dachte, das wäre ein Feind. Gut, ja, jetzt habe ich wahrscheinlich wieder die Irritation, wo ich hin muss. Da geht's lang. So. Aber die Mod kann ich auf jeden Fall nur empfehlen. Feed the Beast. Light ist jetzt was für Einsteiger. Das Ultimate ist richtig heftig mit dem Craft und so weiter. Aber es ist machbar.
Und ich würde empfehlen, den Modus auf Receipt zu setzen. Das bedeutet, man hat an der einen Seite das Inventar. Komm, Plante. Gut. Auf der einen Seite das Inventar und dann auf der anderen Seite. Geil! Mörser. 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 Auf der anderen Seite, also wenn man auf einen Teil in diesem Inventar, wie zum Beispiel auf dem Jetpack oder auf dem Atomreaktor oder sowas, dann sieht man direkt, wie man das craften muss. Was sehr nützlich ist, wenn man nicht alle Rezepte von den 1000, ich glaube es sind wirklich 1000 neue Blöcke, erhalten kann. Ich glaube, ich sehe gerade, dass ich etwas übersteuere. Naja. Ich kann es ja gerne nochmal synchronisieren. Aber ehrlich gesagt habe ich jetzt keinen Bock drauf. Komm, lauf. Ja, hier oben habe ich natürlich nur noch Munition geguckt. Weil ich wusste an der Anzahl der Schüsse und wie die Schüsse verlaufen, dass das mein Gewehr ist, mein Lieblingsgewehr. Und das war jetzt ein relativ kurzes, eine relativ kurze Mission. Egal. Dann wünsche ich euch wahrscheinlich noch ein schönes Wochenende. Ich überlege jetzt, ich weiß nicht genau, wie ich das hochladen werde. Wochenende oder täglich oder so. Auf jeden Fall viel Spaß und bis zum nächsten Mal. Tschüss.